Hallo Facebook, hallo YouTube, mein Name ist Freddy Fuchur und ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von den Abenteuern von Silver Shroud von Fallout 4. Und dieses geile Schiff haben wir in der letzten Folge entdeckt. Ich bin immer noch so beeindruckt von dem ganzen Ding. Wir gehen da gleich rein, aber ich bin aufmerksam gemacht, dass ich was vergessen habe. Jetzt will ich nur mal kurz gucken. Wir können ja zu der direkt als Schnellreisepunkt gehen. Jetzt muss ich nochmal kurz... Da. Abgeschlossen. Da gehen wir gerade mal hin. Tut mir leid. So, und da sind wir auch schon. Gehen wir mal rein. Und hat einen Gegner entdeckt. Ist mir egal, was der hat. Ich möchte... eine Waffe finden. Eine Waffe habe ich anscheinend übersehen. Jetzt gehe ich da mal hoch und schaue mir das mal an. Da, wo der Leuchtende war. Den ich ja mit einem Glitch wunderbar besiegt habe. Weil irgendwie seine Zehe und seine Nase sich verbunden hatten. Irgendwas war doch da. Man soll halt auch einfach mal Glück haben. Oder... ist sogar noch eine Tür offen. War? Nein. Nein. Nein! So, geht doch. Geschafft. Ich hab das hier übersehen. Was ist mit dem? So. Golduhr. Superkleber. Und... Wasser, Maus, nein. Hund, Katze, Maus, Wasser. Was bin ich denn für Idiot? Was erzähl ich denn da? So, wir müssen ganz hoch. Ganz hoch, habe ich hier gesagt. Sieht schon klasse aus hier, gell? Dadurch und hoch. So. Ja, da liegt sie doch groß und breit. Silberne Maschinenpistole, riesig. Verdammt nochmal, ja. Ja. Aber die haben wir doch schon. Benjamin. Handschellen? Nee, haben wir alle nicht. Oder gibt's hier sonst noch was? Guck mal doch noch mal rum. Nur Vorkriegsgeld. Schachtel Zigaretten war das. Silberne Uhr ist das. Schwarzweste, schwarze Hose. Was haben wir hier? Grognak-Kostüm. Ja. Erhöht Stärke im Nahkampf des Trägers. Ah ja. Brille mit schwarzem Gestell. Die sieht nicht so toll aus. Schmalzlockenperücke. Na komm, wir nehmen es mit. Scheiß drauf. Sehen wir aus wie Elvis. Was haben wir hier? Schmalzlockenperücke. Haben wir schon eine. So. Oh Gott. Was haben wir da? Präzisionskaliber. Komm, das nehmen wir auch noch. Mit Schuh. Dann gehen wir wieder runter. Und dann gehen wir zum Schiff. Halt. Abkürzung. Abkürzung. Zack. Tada. So schnell kann's gehen. Ja, ich bin ja auf eine Mission vom Silver Shroud. Eigentlich, weswegen ich dann bei dem Schiff vorbeigekommen bin, ganz zufällig. Sollen wir das mit dem Schiff gleich machen oder mache ich erstmal die Mission vom Silver Shroud zu Ende? Ich glaube. Harte Nuss, wie macht man das? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Naja, egal. Also, wir fliegen zum Schiff, weil da will ich dann hin. Töte Sally Dings. Komm, wir gehen. Na komm, wir gucken, was der Typ uns aufträgt. Wahrscheinlich können wir dann so oder so nicht weitermachen. So, und da sind wir schon bei diesem schönen Schiffchen. Oh, shit, vielleicht. Ja, es wird dunkel. Ist egal. Wir sollen ja rein zum Captain und beim Captain uns melden.
wie auch immer wir da hochkommen. Schauen wir mal. Die Tür ist offen. Ist geschlossen, meine ich. Nein. Das geht. Au, da hinten. Entschuldigung. Zack. Captain. Und da ist eine Treppe. So, wir gucken uns trotzdem hier nochmal um, wenn ich ja schon so viel nicht entdecke. Hab ich überhaupt? Nein. Cocktails. Na gut, gehen wir die Treppe hoch. Oder auch nicht. Wo geht's hier lang? Wo geht's hier lang? Wo geht's hier rein? Hier. Wunderbar. Oh, und da geht's in das Schiff. Dann gehen wir mal rein. Boah, ich bin gespannt, was da los ist. Ach ja. Na gut, komm. So. Schuh. Oha. Ich hoffe, die wollen mir nichts Böses. Hier spricht der Captain. Okay. Wir nehmen einen Soldaten auf. Räumen Sie die Koje frei. Deaktivieren Sie die Verteidigungssysteme. Machen Sie Platz. Okay. Verteidige die Constitution. Warnung überfällig. Sieht schon geil aus, das Ding, ja. So, Kronkorken. Okay, stehlen dürfen wir nicht. Machen wir jetzt auch noch nicht. Das machen wir dann später. Aus dem Weg. Und. So. Ja, es gibt. Seekadetten, wegtreten! Wegtreten, sag ich! Dieser Soldat ist unser Gast an Bord. Bitte behandeln Sie ihn entsprechend. Ja, ist ja gut. Wird mir auch noch angeschrien. Oh! Ist das eine Puppe oder ist das? Ja, ist eine Puppe. Ich dachte, da wäre jemand. Also hier dürfen wir noch nichts nehmen, dann machen wir das auch nicht. Gehen wir erstmal hoch. Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir uns hier durchschießen müssen. Hier nicht auch? Ja, da ist der Captain. Ich wollte gerade sagen, Stufe gehabt. Wartung überfällig. Unidentifizierter Eindringling. Eindringling. Erster Mal, hier spricht der Captain. Dieser Soldat ist kein Eindringling. Hörst es, du. Ich bin ein Civil Shroud. Erbitte Erlaubnis zur Anwendung tödlicher Gewalt. Mich umbringen? Missverständnis. Ihn bedrohen? Ganz ruhig. Was jetzt? Wollt ihr mich umbringen? Bestätige. Zurück! Das ist ein Befehl! Und benutzen Sie den Akzent, verdammt nochmal! Ei, Captain. Weiche zurück. Erster Mart. Erster Mart. Kampfbereitschaft aufgehoben. Okay, das klingt alles nicht so toll. Es ist eine Ehre, auf einem solch sagenumwobenen Schiff zu dienen. Ja. Vom Oberdeck aus kann man andere Roboter des Commonwealth Schweden sehen. Lustlos, ohne Sinn. Anders als wir. Okay. Ein Hurra auf den Captain und die Constitution. Abgeschlossen. Okay, wo ist der Captain? Charlestown. Achso, da geht's aufs Deck. Verteidige die Constitution. Okay. Na ja, gut, sollen wir aufs Deck? Dann gehen wir aufs Deck. Oha. Ist das der Captain? Das sieht so aus. Ja, das ist der Captain. Ironside. Captain. Ich will nichts mehr hören, Mr. Navigator. Das Krähennest soll sofort 2-Backbord absuchen. Aber zackig. Aye, Captain. Unser Soldat ist eingetroffen. Der erste Mart hat sie hoffentlich nicht zu hart angenommen. Ist lange her, dass wir die Kongressarmee gesehen haben. Ja, gute Frage. Was ist los? Alles bestens? Antworten erfordern. Danke. Na, mal so. Erster Mart? Kongressarmee? Warum redest du so komisch? Das ist der Stolz unserer Marine. Die USS Constitution. Als ihr Kommandant habe ich die Ehre, ein gewisses Maß an Anstand von meiner Crew zu verlangen. Was zum Teufel, komischer Akzent. Roboter verrückt? Zur Sache kommen, nein. Was machst du überhaupt hier? Auf diesem Schiff? Es ist uralt.
Dieses Schiff war mehr als einmal das Herz der Seemacht unserer großen Nation. Ist es da nicht recht, dass sie ein weiteres Mal diese Rolle einnimmt? Da hat er schon das Kommen. Da hat er schon nicht ganz Unrecht. So, dann gucken wir mal. Du hast hier das Kommando. Was? Die Befehlskette will es so. Sie beginnt mit unseren erhabensten Admirälen und endet bei den niedersten Wachbots. Nachdem alle unsere Waffenbrüder gefallen waren, nahm ich das Kommando widerwillend an mich. Okay, komischer Akzent. Roboter verrückt. Nee, komm, erstmal. Du hast mir noch nicht gesagt, warum du so komisch redest. Sehen Sie sich um. Ist es in diesen Zeiten des Aufruhrs nicht angebracht, die Umgangsformen einer zivilisierteren Zeit anzunehmen? Ich fürchte, wenn Ihnen diese Antwort nicht reicht, müssen Sie sich wohl damit abfinden. Okay, na gut, dann. Der Ausguck hat gesagt, dass ich hochkommen soll. Warum? Ich gebe zu, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie besuchen dieses stolze Schiff in schweren Zeiten. So lange an diesem windigen Liegeplatz. Verflucht sollst du sein, Sparkasse Weatherby. Ich spucke auf dich. Was ist passiert? Ziemliches Dilemma, Schiff aufgeben, mitspielen. Nein, komm. Wie ist es überhaupt hier hochgekommen? Eine schreckliche Geschichte, keine Frage. Das heißt, höchstwahrscheinlich. Als ich kam, war sie schon hier. Mitten auf dieser Sargasso-See aus Schutt und Unglück. Was mich am meisten ärgert, ist die Unfähigkeit, dem Krieg zu helfen. Meine Kanonendecks haben nichts als Maulwurfsratten und Taugenichts als Ziele. Genug der Höflichkeiten. Einige Systeme der Constitution müssen repariert werden, damit wir diese Mission angehen können. Okay. Wenn ich dir helfe, will ich einen Vorschuss haben. So etwas höre ich selten. Wären Sie bei der Marine, würde ich Sie an Ihren Schwur erinnern. Aber als Soldat? Ich werde gleich eine leistungsabhängige Sonderzahlung genehmigen. Sprechen Sie mit dem Zahlmeister. Sprechen Sie mit dem Bootsmann und mit Mr. Navigator. Sie werden Ihre Anweisungen weitergeben. Wegtreten! Beeilt euch, Leute! Plünderer im Anmarsch! Soldat, an die Kanonen! Töten nur als Ultima Ratio. Meist reichen ein paar Warnschüsse, um dieses Lumpenpack zu vertreiben. Die Kanonen sind bereit! Feuer frei! Was für den Kollegen? Geschütze, zeigen wir Ihnen, woraus wir gemacht sind. Wo sind die dann? Patrouillieren, verteidige die Constitution. Oh. Achso, da könnte ich direkt hoch und runter. Na gut, das ist toll. Das ist toll. Steampack, sehr schön. So. Okay, da schießt schon jemand auf uns. Upgrade-Protokoll anzeigen. So, bekannte Fehler. Unvermittelter Absturz bei Zugriff auf Benutzerfunktion. Gelegentliche Beschädigung von Daten. Sie sollten täglich Ihre Daten sichern. Speicherleck kann zu Überhitzung führen. Verwenden Sie Handschuhe, wenn Sie Touristeninformationsterminals nutzen. Notfallupdate der Firmware steht bevor. Haben wir gemacht. Nämlich hier, 1.1, Notizen des Chirurgen. Kernprozesse aktualisiert, gemäß Befehl des Captains. Speicherleck behoben. Terminal mit anderen Systemen verbunden. Okay, und dann Notizen des Chirurgen, immer noch. Touristenfunktion deaktiviert. Neues Wörterbuch hinzugefügt, gemäß Befehl des Captains. Datenbeschädigung ausgeweitet. Korrekturprotokoll beigefügt. Aus Korrekturprotokoll core.root 41233. Variable Revolutionsbeginns nicht festgelegt. Endlich bin ich diese lästige Touristendienste los. Feinde Amerikas, nehmt euch in Acht. Okay. Touristendaten anzeigen. Laut Befehl des Captain wird das Schiff kriegstüchtig gemacht. An alle Touristen fürchtet die ungeheure Macht. Okay. Der ist durchgedreht. So. Und hier? Oh. Lokale Währung ausgegeben. Schicken Sie alle zur Hölle, Sir. Lang lebe die Constitution. Cool. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Geld bekommen. Ja, und wo sind die, die schießen? Ah, da unten. Ich bin Silver Shroud. Wir haben nichts. Kernsteuerungssystem aktivieren. Okay. Ich bin ja kurz vor tot. Komm her. Ich brauche mal Hilfsmittel. Hilfsmittel. Wo sind sie? Steampacks. So.
zwar hier hin. Ich glaube, ich gehe in den... Ah, nee. Das war dumm. Komm. Hahaha. Wo ist er? Wo bist du? Da. Stirb. Okay, wenn er sich so versteckt, der Schweinepeter. Schön in den Kopf. Komm, ein Schuss kriegst du hin. Ja! Komm! Hahaha! Ja. Ja. Komm, zack. Ich helfe euch, meine Freunde. Yes. Beginne rechtmäßige Anwendung tödlicher Gewalt. Piss dich mal. So, geschafft. Freut dich das? Na, ja, okay. Anscheinend. Nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Geht nicht an. Noch nicht. Kernsteuerungssysteme geht nicht. So, jetzt haben wir hier geholfen. Jetzt lass mich mal gerade in die Daten gucken. Optional feuere die Kanonen ab, ja. Wehr den Angriff der Plünderer ab. Sprich mit Bootsmann, sprich mit Navigator, okay. Protektron, der ist es nicht. Kommen wir aufs Krähennest? Nö. Nein, wir nicht. So, da haben wir ja schon das alles. Ah, komm, das Blutpaket nehmen wir mit. Ist ja nicht verstrahlt. So, und hier geht's nach unten. So, dann zeigt mir mal, wo der Bootsmann ist. Netter Herr. Von und zu. Erster Martin hat mehr schon. Protektron. Protektron. Alles gut. So, darf ich mir jetzt hier die Sachen nehmen? Nein, natürlich nicht. Was haben wir hier? Hier scheint noch nichts zu funktionieren. Jetzt lass mich nochmal in die Karte gucken. Silver Shirt machen wir gleich. Mach ich mal kurz aus, dass ich mich nicht hier vergucke. So. Verteidige die Constitution. Okay, hier ist er irgendwo. Patrouilliere. Oder ist der unten? Wartung überfällig. Verteidige die Constitution. Nein, wo ist er dann? Hallo. Wartung überfällig. Karte gibt's hier drin nicht, ja? Nee. Sprich mit dem Bootsmann. Wo ist der Bootsmann? Spinn? Wo ist der Bootsmann, ihr Schweine? So,
So, das da ist doch der erste. Alles klar. Ihre Anwesenheit ist für diese bescheidene Einheit eine große Ehre. Meine Programmierung würde es als fehlerhaft ansehen, wenn ich nichts einwerfe. Lang lebe der Captain! Wirfst du oft was ein, kaputter Roboter? Du hast Pep. Ah, komm. Du hast wirklich Elan. Vielen Dank für das Kompliment. Aber nun zur Mission des Tages. Unsere letzte Marine-Expedition kehrte tapfer mit den dringend benötigten Vorräten zurück. Darunter auch Stromersatzkabel, Sir. Aufgrund meiner fehlenden Körperteile sehe ich mich leider nicht in der Lage, diese Kabel selbst zu reparieren. Warum ich? Na komm, ich helfe. Ich kümmere mich sofort darum. Meine Aufregungsemulatoren leuchten im Mikrosekundentakt auf. Sobald diese Sache erledigt ist, bitte ich Sie inständig, meine unendliche Dankbarkeit entgegenzunehmen. Wunderbar. Schnapp dir die Stromkabel. Optional. Man muss sie nur finden. So. So. Die primären Stromkabel der USS Constitution, über die viele Systeme Strom versorgt werden, sind stark beschädigt. Neue Kabel installieren. Improvisierte Schatzkabel besorgen. Okay, du besorgst dir aus dem redundanten und kaputten System Kabel und ersetzt ihnen das. Ja. Oh, war? Wünsche ich geil. Warnung, Wartung überfällig. Wups. So. So, komm. Wir bauen das hier super gut auf. So. So. Neue Stromkabel sein. Nein. So. So, Mr. Boatsman. Ich hab das geschafft, was du wolltest. Ich will hier hoch, aber es geht nicht. Muss da hinten. So, rennen wir mal. So, das war ja eigentlich gerade ganz einfach. Kann man ja nicht schmeckern. So, aus dem Weg. Hier kommt der Boatsman. So. Ups. Hey, Bootsmann. Durch die Adern der Constitution fließt wieder Energie. Ja. Die Systeme, die so lange darben mussten, sind wieder lebendig. Glückwunsch. Hurra. Yeah. Jetzt sind weitere Schwachstellen unseres Stromnetzes zu sehen. Das Netzrelais, über das ich mich leider beschwert habe, schwankt sehr stark. Warum schämst du dich? Warum schämst du dich dafür? Ist schlecht für die Moral, Sir. Es gab düstere Zeiten, in denen ich viele grundlose Beschwerden hatte. Über den Captain, die Führung des Schiffs und den Sinn unserer heiligen Mission. Aber ich erkenne meine Fehler und mit Ihrer Hilfe kann ich sie vielleicht wieder gut machen. Netzrelaisspulen sind sehr gewöhnliche Teile. Dürfte ich vorschlagen, in den Läden hier vor Ort nachzusehen? Das wäre sicher hilfreich. Guten Wind und nachlaufende See! Alles klar, wir sollen raus. Nee. Repariere. Ja, plus 5, die beschädigt. Kriege ich das? Du schaltest den Strom ab und reinigst die Spule, Fachmensch. Danach setzt du die Spule wieder ein und aktivierst das Stromnetz. Die Systeme werden nun wieder gleichmäßig mit Energie versorgt. Mann, bin ich gut. Achso, das war's schon. Alles gut. Cool. Cool. Hier voll der Techniker. Der Strom fließt stark und gleichmäßig. Ich würde ja applaudieren, aber kann dies aus Mangel an Klatschwerkzeugen nicht tun. Hurra, Sir! Hurra! So, was gibt's denn noch für Probleme? Nee, erstmal gern geschehen. Gern geschehen, Bootsmann. Sie sind zu freundlich. Ich benötige keine weitere Hilfe. Aber unser Mr. Navigator hat auch Probleme. Angeblich pfeift unser Lenksystem auf dem letzten Loch. Sprechen Sie mit ihm, falls Sie es nicht schon getan haben.
Leben Sie wohl. So, der Navigator. Deck von aus dem Eindringlingen Weg. Säubern. Fehler. Ist der eins unten? Aufgehoben. Unten drunter. Mir so vor, als ist der hier irgendwo. Mr. Navigator. Wo ist Mr. Navigator? Der ist es nicht. Wartung überfällig. Gehen wir mal nochmal raus. Ist der draußen? Bin ich blind? Es ist eine Ehre, auf einem solch sagenumwobenen Schiff zu sein. Hier bekomme ich so nicht auf. Naja, gehen wir mal raus. Gucken wir mal, ob der Mr. Navigator da draußen ist. Da ist er doch. So, Mr. Navigator. Ahoi, Soldat! Bedrohung durch Plünderer eliminiert. Ja. Schadensbericht folgt nach Abschluss planmäßiger Pflichten. Warum der Angriff? Warum haben die Plünderer angegriffen? Plünderer haben Schiff 17 Mal angegriffen. 13 Prozent der Schiffssysteme zerstört. 5% des Laderaums zerstört. Logikfehler. Befehle des Captains autorisieren Eliminierung von Plünderern ausschließlich zur Erhaltung des Schiffs. Keine Vergeltung? Wenn sie euch 17 Mal angegriffen haben, warum schlagt ihr da nicht zurück? Diese Einheit schlägt umfassende Wartung der Kernprozesse des Captains vor. Lenksystem offline. Diverse Fehler diagnostiziert. Erster Fehler, Lenkchip entwendet. Diese Einheit verlangt seine Rückführung. Okay. Wer hat ihn gestohlen? Wer hat euren Lenkchip entwendet? Lenkchip ist ein Eintrag auf der Liste entwendeter Gegenstände. Beschaffen Sie Chip in Plünderer Vorposten. Captain hat Belohnung für Rückführung genehmigt. Tödliche Gewalt nur im absoluten Notfall zulässig. Beiboot entsperrt und verfügbar, Sir. Beschaffe den Lenkchip. Okay. Wo ist der Lenkchip? Geh mal rein, wir werden es rausfinden. Oder auch nicht, wir wissen es nicht. Los, mein Freund. So. Ich bin der Navigator. Verteidige die Constitution. Ja, voll aufs Maul. So. Niemandem wehgetan, Glück gehabt. Das hätten die am Ende noch auf mich geschaut. Alles gut. Alles toll. So, komm, raus mit uns. Dann lass uns mal rausgehen. Oh yeah. So, wo wird dieser Lenkchip sein? Oh, gibt's da mehrere? Lass ich mal auf der Karte gucken. Naja. Okay. Pigman-Galerie, da erinnern wir uns an was? An einen netten kleinen Kampf. Hi. Nicht schießen! Diese Arschlöcher haben das Schiff nicht auf unseren Befehl hin angegriffen. Sie wollten dich sowieso nicht töten. Sie waren nur hinter den scheiß Robotern her. Gehör nicht zu dir, egal, fast draufgegangen, ihr verzeihen. Ein paar von euch haben mich fast umgebracht.
Wir haben diesen Verrückten gesagt, dass sie nicht angreifen sollen. Es ist nicht unsere Schuld. Doch. Aber als du auf die Constitution gekommen bist, sind sie völlig ausgetickt. Wie bist du überhaupt an Bord gekommen? Wir dachten, die würden dich durchsieben. Tja, ist das denn wichtig? Ironsides Mission nicht beantworten, Soldat. Spielt das wirklich eine Rolle, wie ich an Bord gekommen bin? Gut, dann sag's mir nicht. Ja. Aber du hast es von innen gesehen, oder? Die Beute. Die fette Ladung, die nur darauf wartet, geborgen und verkauft zu werden. Nix gibt's. Berge gut wertvoll, wenn du das sagst, alles nur wegen der Gier ein Vermögen wert. Ist der Kram da drin wirklich so wertvoll? Nun ja, wir könnten Diamond City mit diesem Zeug monatelang versorgen. Mm-mm. Wir müssten nie wieder in der Gosse betteln. Nix. Du hast also mit der Blechdose gesprochen. Was hat er gesagt? Was glaubst du? Vage bleiben, Frage ausweichen. Na komm. Wir haben über vieles geredet. Lass mich raten. Er will seinen Computerchip zurück, richtig? Tja, zu schade. Der gehört jetzt uns. Weißt du, wofür er ihn braucht? Für seine Raketen. Die riesigen, gottverdammten Raketen an der Seite des Schiffs. Er ist verrückt geworden. Raketen? Na und? Hat er mir nicht gesagt. Es gibt sicher einen guten Grund, warum er sie braucht. Willst du diesem Blechkameraden wirklich helfen? Ja. Scheiß auf diesen Roboter und arbeite für uns. Du bist mir aber zu unsympathisch. Hier gibt's noch Dutzende von uns. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Oberhand haben. Ich teile meinen Anteil nicht mit ihm. Willst du uns hinhalten, Davis? Kennst du einen magischen Weg dort rein? Der Typ hat ein Ticket an Bord, also halt's Maul. Hilf uns, diese dumme Blechdose endlich zu zerstören. Meine Belohnung muss nachdenken. Nein. Nein, ich halte zu Ironsides. So. Leck mich, Arschloch. Du hast Glück, dass wir dich nicht erschießen. Tja, du hast Pech, dass ich dich aber erschieße. So, mach mal bald ist Zahltag. Ich klau das euch jetzt einfach. Ja? Da ist er doch. So, wartet mal. Wenn man das so. Guck mal, wie das klappt. So. Und tschüss. So. Pustet alles weg, was Was ist da gerade passiert? Auf, dass ihr das wertvolle Zeug nicht verbrucht. Komm zurück, verdammt! Ist das... das... Und tschüss. So. Na komm. Und nochmal. So. So, wir haben das einfach mal mit Gewalt gelöst, weil sie meinem Hund auch wehgetan haben. Ja, geht alles wieder. Gut. So ist er. Zack, Plünderer-Outfit und Hemd-Jeans. Nee. Zack, Mechaniker-Anzug brauchen wir auch nicht. Haben alle nicht. So. Warum soll ich nach da drüben, wenn ich den Link-Chip schon habe? Wir gucken einfach gleich mal. Ah, Steampacks, sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Auf dem Bag. Jungs, ich hab's gemacht. Seid ihr stolz auf mich? Ich hab's gemacht. Komm mal, Rollo. Zieht mich rauf. Sehr geil, ha? Ich helfe euch.
So. Mist. Ahoi, Soldat! Chip zurückgehalten. Belohnung erteilt. Diagnose zeigt bestehenden Fehler an. Lenkradarsender nicht funktionstüchtig. Ersatz erforderlich. Alles klar. Ach komm, Chef. Ich freue mich, euch erneut zu helfen. Freude des Soldaten ist irrelevant. Empfange Poseidon-Radarsender an angegebenen Koordinaten. Weitere Belohnung wird nach Abschluss erteilt, Sir. Sehr gut. Alles gut. Alles klar, Sir. So, erstmal die Belohnung einsacken. Komm her. Hey. Wo ist mein Geld? Ich dachte, ich krieg hier Geld. Naja. So, mal kurz auf die Karte schauen. Ah, da. Ah, guck mal, da geht's ja schon so Richtung... Was ist denn das? Museum der Hexerei. Kam ich da hin? Nö. Gut, mal merken. So. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Tja, wärt ihr mal nett zu mir gewesen, hätte ich euch nicht alle umgebracht. Doch, hätte ich. So bin ich. Oh, was haben wir denn da? Da haben wir ein schönes Monument. Das sieht aber so aus, als sind da Supermutanten. Oder? Bunker Hill. Oh. Okay. Soll man wahrscheinlich nicht einfach so reinkommen, oder? Gucken wir uns uns später an. Jetzt nicht direkt. Erstmal bringen wir die Constitution durch. So, bin ich auf dem richtigen Weg überhaupt? Ich muss ja rüber. Ah. Ah. Schwierig, schwierig. Schwierig. Ich bezweifle, dass wir da so einfach hinkommen. Okay. Naja, Hauptsache wir... Hey! Ach, scheiße. Gar nicht gesehen, dass ich keine Waffe mehr habe. Warum sagt ihr mir auch das nicht? So. Na, hilft ja alles nichts. Zack, geht doch. So. Ich bin Civil Shroud. Apropos. Sind wir hier? Okay, da ist die Brücke. Da müssen wir hin. Das war jetzt nur einer. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber nur ein bisschen. So. Sieht das so geil aus, ey. Also muss man schon sagen, er kann das alte Fallout schon ein bisschen einstecken. Es sieht schon so geiler aus. Komm, gehen wir mal gerade rein. Vorkriegsgeld, Vorkriegsgeld. Nee, erstmal mal. Oder wenn, dann gehen wir mal wann anders hin. Oha. Okay, was ist da? Das ist kein Wohltätigkeitsbasar. 500... Was? Was? Okay, der will irgendwas werfen. Ab, mein Bein! Komm! Gebt mir mal eure Molotow-Cocktails.
Ah, wenn ich wieder mich so voll stecke, dann geht das wieder alles nicht so, wie ich es gerne hätte. So, rein damit. Penner. So. Das Gute ist, wenn wir ja da sind, dann kann ich ja ganz schnell wieder zurückreisen. Okay, das sieht nach einer Hochburg aus, wo wir uns mal wieder durchkämpfen sollen. Oh, oh. Scheiße. So. Gerade gemerkt, dass ich keine Munition mehr habe. Okay. Hier sollen wir hin. Hier sollen wir rein. Hallo, mein Freund. Patz. Geht doch. Geht doch. Hey, wo kommst du her? Patz. Geht doch. Ach. Geht doch alles. So. Nuka-Cola ist doch aber drin. Schade, nein. Nein! Alles so voll! Und Honey! Und Schuss! Na, komm. Und jetzt. Geht doch. Hast du noch mehr? Da sind noch mehr. Verstrahltes Blut. Nein! Also es sind auf jeden Fall noch mehr, aber benutzt der Ölkanister. Ja, alles Schrott, aber das Siedlungsding ist nicht ganz meins. Also von daher werde ich da jetzt auch nicht so unbedingt da 1000 Sachen bauen. Wahrscheinlich muss ich das irgendwann. Bau meine Siedlung auf. Papa. Ihr seid alle so scheiße. Oh oh. Haben uns mal voll. Nein! Nein, nicht trinken, du Idiot! Ja. Du trägst so viel, so kennen wir mich. Ja. Gurtzeug kann weg. Kampfrüstung, Harnisch, Lederrüstung. Kann weg, kann weg. Metallrüstung behalten wir. Das muss alles mal. Sauberer Anzug. Das muss alles mal weg. Silver Shroud auf jeden Fall. Sturmmaske. Zerknitterter Filzhut. Diverses Schrott. Vorkriegsgeld kommt weg. Okay, es hat nichts gebracht. Hilft nichts, wird eine Waffe wegschmeißen. Die hier. Die hier. Splittermine ist alles gut. Diese ganzen Waffen muss ich verkaufen oder auseinandernehmen. Aber das kann ich nicht. Hallo? So, das ging einfach. War jetzt ja nichts Schweres. Außer die sind jetzt alle da draußen und wollen mir wehtun. Oh! Scheiße! Wer hätte das gedacht? Wie sieht die überhaupt aus, ey? Da habe ich mich erschreckt. Hilfe! Die meisten Läden sind tagsüber geöffnet und nachts geschlossen. Ja, macht auch Sinn. Okay, ich sehe gerade, ich überziehe wieder so viel. Na gut. Ich würde sagen, das war's. Nein. Da kommen wir noch raus oder ballen wir uns noch rum? Oder lassen wir es hier enden? Nein, immer noch ein bisschen was. Wir gehen noch ein bisschen rum. Warte mal, Pause. So, wo sind wir denn eigentlich?
sind davor. Gut, das Zeug schauen wir erst nochmal. Alles. Wo kommt die Blähfliege? Da. Geht doch. Dreckiges Scheißvieh. So. So. So, das wird echt eine lustige Nummer. Speichern erstmal. Das wird erstmal eine lustige Nummer. Wie machen wir das am besten? Alles vernichtet. Ah, Hammer, sehr gut. Nehme alles mit. Ich weiß, ich trage zu viel. Und dann nehme ich zurück, nehme ich das, nehme. Halt, nein, das war falsch. Ablegen, ablegen. Die Lederrüstungen, genau. Polizeisonnenbrille, davon kann ich mich nicht trennen. Das geht halt nicht. Nee, nee, nee. Hallo, Hundi. So. Halt, wir haben die falsche Waffe. Und wenn diese Mirnax kommen, schau ab. Ich glaube, ich versuche einfach abzuhauen. Ich glaube, das Einzige, was wir machen können, die ist noch leer. Der sollte mir mal... So. Halt. Entschuldigt. Immer das. So. Einfach weg. Einfach weg. Ja. Einfach weg. Scheiße. Fuck. Fuck. Okay. Es hilft nur die Fahnenflucht. Alles andere ist... Glück habe ich gespeichert. Es hilft echt nicht. Scheiße. Und das nur, weil die das so wollten. Die sind schuld, nicht wir. Ach, shit. Direkt nochmal an den verreckt. Okay. Dann sage ich eins. Das war's für die Folge. Und wie wir es schaffen, den Mirnox abzuhauen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und wir werden weiter der USS Constitution helfen, um, ja, dieses Schiff wieder in Bewegung zu setzen. Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.